Willkommen, Freunde, zurück bei Switcher 3. Wir können jetzt hier kämpfen. Hallo. Oh, der Mutant. Hm? Guck nicht so. Ist gut so. Gewöhnliche Kerle haben keine Chance gegen den Meister der Meister. Du bist doch hier, um ihn herauszufordern, oder nicht? Ja. Sollte ich irgendwas über meinen Gegner wissen? Ich musste schon gegen einen Bären kämpfen. Nette Überraschung. Geh mit ihm. Er führt dich dorthin, wo du hin musst. Seht nur, der Meister der Meister. Hä? Oh. Ein Felstroll. Ein stattlicher Felstroll. Kämpfen wir mit bloßen Händen? Ja, mit den Händen. Ja, wir sorgen natürlich für ein anständiges Begräbnis und achten den Glauben des Toten. Euer Meister ist ein Troll. Ist das allen recht? Hat keiner damit ein Problem? Warum sollten sie? Es ist ein ehrenvoller Troll. Er kam, wollte kämpfen und der letzte Meister stimmte zu. Das war Sama. Wir nannten ihn Sandlocken. Das war noch bevor der Troll ihn mit dem Kopf voraus in den Dreck schmiss. Hat der Troll einen Namen? Wir nehmen es an. Aber er wird ihn nicht verraten, ehe er geschlagen ist. Ein fahrender Troll. Wenn er den Kampf nicht überlebt, wird er auch nicht viel sagen. Ja, stimmt schon. Aber ich wette, er kann sich nicht vorstellen, zu verlieren. Als Troll kann er sich vielleicht eh nicht viel vorstellen. Logik wird nicht seine Stärke sein. Das war wahrscheinlich treffend, aber gemein. Ich will gegen den Meister der Meister antreten. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Kann losgehen. Geralt von Riva? Es ist Zeit. Oha, mit den Fäusten gegen einen Troll. Immer deine Handschuhe an. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen, den Troll zu schlagen. Heieiei. Was ist mit der? Das ist der Troll. Servus. Fahrender Troll. Gut kämpfen! Voll ins Gesicht! Geschafft. Geralt von Riva, du hast den Meister der Meister im fairen Kampf besiegt und nun das Recht, selbst diesen Titel zu tragen. Noch heute Abend werde ich Boten mit der Nachricht in die Welt aussenden. Der Titel ist dein, wie auch der Preis für den Meister. Vielen Dank. Troll, Akidal. Troll, Halsen, Atak, Akidal. Junge. Hallo. Ah, Reisender? Freya, seid ihr heute. Wollen wir uns zusammen ein Schleimer anklicken? Du willst mir wohl das Reiter nach unten fahren. Bogen, Axt und Klinge gegen den Riesen. Ah, was ja? Weißt du schon? Ja, wirklich. Weil Hexer, wie?
Metall. Später, na gut. Schwupp, wie die Zeit verfliegt, schön, oder? Gewonnen! Ich habe in der Arena gewonnen! Ja? Ja? Wirklich? Gerald von Riva? Ulle, den Unglückswurm. Du Trottel! Weil Hexe, wie? Das ist Hallo. Alles Schicksal, das er immer... Gerald von Riva? Geh mir aus den Augen! Lugos, der Irr! Verdammte Lüge! Wir waren im Arzt, deshalb ist alles blau wie ein Wann ist denn jetzt wieder später? Bring dich her. Weil Hexer, wie? Sind auf dem Festland? Sind auf dem Hast du schon mal überlegt, für immer nach Kerfreude zu kommen? Was guckst du denn so? Hier gibt es nichts für dich. Das bringt dich her. Gerald? Reisender? Oh. Freya, sei hier heute. Egal, machen wir etwas anderes. Wir sind doch gerade so gut hier. Wir können uns ja immer ein bisschen umgucken. Ja. Fette Leber? Grüß dich, Weißhaar. Was sind die alles? Hübsche Narbe. Willst du meine sehen? Was machst du hier? Lass bloß die Leute in Ruhe. Was sind die alle? Gesprächig und... Lugos ist endgültig verrückt geworden. Jemand hat... Geh mir aus den Augen! Weil Hexe! Andere lassen nicht die andere Kette Wasser in der Reine Wüste. Stell dir vor! Sag mal, glaubst du das? Troll! Heiße! Attack! Akita! Bei den Geistern aus Möhrhorn! Kein Gift, keine Verschwörung, sondern das Gerät, auf dem er bei der Jagd vom Pferd gefallen ist und sich das Bein gebrochen. Gerald von Riva? Willkommen auf Askel! Mann, wie? Gerald, du bist nicht versucht, oder? Reisender? Hallo, wer soll diesen Schwachsinn glauben? Du von mir? Junge. Nun, was gibt es? Tja. Ich würde mal sagen, es gibt kein Geld für uns. Was willst du? Naja. Egal. Dann vielleicht ein andermal. Ah ja, weißer Honig, um alle Trankwirken zu beenden. Dazu bräuchten wir den ja dann erstmal. Was willst du von mir? Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich.
Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Okay. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen. Das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser. Aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihm. Okay. Gut. Ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Hörst du das? Das ist Freya. Sie knirscht mit den Zähnen. Das heißt, dass es Krieg gibt. Zeit, die Schwerter zu schärfen. Wer führt euch jetzt, da Bran tot ist? Wir brauchen keinen König, um es den Schwarzen zu geben. Kein Grund zu warten. Ja, schön. Mach mal eine Pause und spiel eine Runde Gwind mit uns. Kollege. Die Schmiedekunst muss sicher anstrengend sein. Hast du Lust auf etwas Entspannung? Eine Partie Gwind vielleicht? Ich will mit Monstern. Schön. Okay, der kommt zurück. Sie hat 15 Punkte. Wenn wir die beiden hier spielen, dann müssten wir 16 haben. Haben wir noch eine Karte mehr und können dann die nächste Runde einfach durch. Ah, stimmt. Mit Ava sogar 32. Ah, da hätten die eigentlich auch gereicht. Bei denen hätten wir 16 gehabt. Egal. Passt schon so. Die Runde da verloren. Jetzt können wir einfach durch. Dann können wir uns sogar noch wiederholen. Ja, mach du mal. Oh, aber er hat nur noch 4 Karten. So, Club, Schwupp.
Jojo. So, den noch. Autsch. Den haben wir auch noch. Okay. Ja. Uff. Tja, keine Karten mehr. Schade, ne? Zack. Und zack. Gewonnen. So sieht es nämlich aus. Fremde. Unhold. Das ist kein Monster. Oder der ist es, wa? Naja, okay. Gesundheit. Ui, wo ist es? Nee, schon wieder Regen? Hey! Ach, hier bist du. Und hopp. Och. Bonk. Mit einem Donnerschlag fällt der Troll zu Erde, oder was? Ja, schauen wir mal rein in den Turm. Okay, da unten ist schon mal ein Portal. Hier oben geht's nicht weiter. Ein Portal, verdammt. Ich kann es nicht speichern. Flug. Wunderbar. Das Portal ist geschlossen. Von außen sah er kleiner aus. Eindringling erkannt. Nicht weiter eindringen. Sofort umkehren. Umkehren nach Herbeirufen fehlgeschlagen. Beginne Neutralisierung des Eindringlings. Hier drüben! Ich bin... Endlich ist jemand da, um mich zu befreien. Noch dazu ein berühmter Hexer. Den Göttern sei Dank.
Was für ein Glück, dass du in Kovir bist. Hat dich König Tankred geschickt? Oder die Gesellschaft für Magie? Weder noch. Und wir sind nicht in Kovir. Wir sind in Skellige. Die Leute hier haben mich angeheuert. Dein Turm hat einen großen Sturm über die Insel gebracht. Wir sind in Skellige? Wir wurden teleportiert? Oh, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Was ist eigentlich passiert? Lass mich raten. Du hast die Kontrolle über den Golem verloren. Er hat dich eingesperrt und mich angegriffen. Nein, es ist nicht so, wie du meinst. Die Golems sind nur eine der Verteidigungsanlagen des Turms. Sie sind Teil seines defensiv-regulatorischen Magikons. Seines was? Seines magischen Verteidigungssystems. Es sorgt dafür, dass nur der Besitzer des Turms ihn benutzt. Wenn Eindringlinge kommen, werden die Zimmer verriegelt und der Zugang verweigert. Und da keiner von uns der Besitzer des Turms ist, hat der Golem mich angegriffen und dich eingesperrt. Und wie umgehen wir die anderen Schutzmaßnahmen? Wir müssen das defensiv-regulatorische Magikon deaktivieren. Der frühere Besitzer des Turms hat eine Abhandlung über das Beseitigen solcher Systeme geschrieben. Gottfrieds omniöffnendes Grimoire. Er müsste ein Exemplar im Turm haben. Bitte such es. Wenn ich es habe, kann ich versuchen, das Sicherheitssystem zu umgehen und dich nach Hause und den Turm nach Kovir zu bringen. Einige Leute aus dem Dorf sind reingekommen, oder? Ihre Überreste liegen neben dem Golem. Sie sind vor ein paar Tagen gekommen. Ich war wegen ihrer Kleidung überrascht. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass wir in Skellige sind. Es waren nur wenige, von einem Druiden angeführt. Der Turm warnte sie, aber sie haben nicht darauf gehört. Die Leute von Anskellig lachen bei Warnungen nur. Hätte der Turm sie nett gebeten und ihnen ein Horn voll Met angeboten, dann wären sie vielleicht gegangen. Sehr witzig. Ich habe schon viele Wunder gesehen, aber ein Turm, der sich selbst teleportiert, ist mir neu. Dieses defensiv-regulatorische Magikon. Ich wollte darauf zugreifen. Es muss einen Fehler gegeben haben. Die Evakuierung wurde eingeleitet. Das Portal hat sich geöffnet und wir wurden nach Skellige katapultiert. Dadurch sind elektromagnetische Störungen entstanden. Deshalb der Sturm. Ich habe versprochen, den Sturm zu vertreiben. Dann musst du Gottfrieds omniöffnendes Grimoire finden. Und wer bist du? Du scheinst zu wissen, wer ich bin, aber ich kenne nicht mal deinen Namen. Sigo Bunz, Magier und Zauberer am Hof in Pontvanis. Dieser Turm sollte mein neues Zuhause werden. Ich habe ihn bei einer Auktion gekauft. Einen Turm bei einer Auktion? Er gehörte Gottfried Stammfeld, einem bekannten Magier. Als er starb, haben seine Erben den Turm versteigert. Sie waren sehr misstrauisch. Niemand traute sich nachzusehen, was Onkel Gottfried in seinen bunten Gläsern aufbewahrte. Also ob die Inhalte ihn den Geruchssinn und sein linkes Auge gekostet hatten. Sie wollten den Turm mit allem darin verkaufen. Der Preis war unschlagbar. Ich konnte nicht widerstehen. Na gut. Es ist an der Zeit, von hier zu verschwinden und den Turm heimzuschicken. Wo finde ich Gottfrieds Abhandlung? Weißt du das? Die Bibliothek wäre ein logischer Ort für die Suche. Der Schlüssel müsste im Labor sein. Wo liegt das? Wenn du den Raum gegenüber betrittst, siehst du links das Labor und geradeaus die Bibliothek. Aber vergiss nicht, du bist ein Eindringling. Der Turm wird versuchen, dich aufzuhalten oder dir das Leben schwer zu machen. Wir werden sehen, wer zuerst kapituliert. Jo. Versuche, die Barriere zu zerstören. Ich würde erstmal sagen, Freunde, das war's für heute. Wir werden mal im nächsten Part gucken, ob. Oder besser gesagt, was der Turm noch so für uns auf Lager hat. Und ich sage erstmal bis dahin und ciao.